Check-in im Terminal 2. Weinviertel DAC und das Blaufränkischland luden zur Verkostung am Salzburger Flughafen. Eine Messe, bei der Qualitätsstandards gesetzt werden. Das Besondere bei uns ist, dass wir die Fruchtigkeit und die Pfeffrigkeit im Wein vereinen wollen. Und das war dieses Jahr etwas schwieriger, weil dieses Jahr ein heißer Jahrgang war und da die Frucht natürlich etwas gelitten hat, aber das macht das Handwerk des Winzers aus, die Frucht wieder herauszuarbeiten und die Fruchtigkeit und die Pfeffrigkeit wieder in Einklang zu bringen. Eines der gemeinsamen Qualitätsmerkmale ist das Logo auf der Manschette. Wo Weinviertel DAC draufsteht, ist der Prototyp des würzigen, fruchtigen, grünen Veltliners drin. Das Besondere an einem regionstypischen Wein ist, dass er von jedem Winzer ähnlich schmecken sollte. Im Weinviertel ist es ein pfeffrig, würzig, spritziger, grüner Veltliner, der jedes Jahr in dieser Richtung ausgebaut werden sollte. Was ist das Besondere am Jahrgang 2009? Also 2009 startete sehr kühl im Frühling, die Wetterbedingungen waren einfach nicht optimal. Somit sind auch nicht alle Blüten der Weintraube befruchtet worden. Das führt zur Verrieselung, so heißt das im Fachausdruck, was dann letztendlich in dem Herbst, in der Ernte, in der reduzierten Menge wieder zu sehen war. Das heißt, es sind nur teilweise, die Trauben haben sich teilweise entwickelt und all das, was von der Natur aus da war, ist dann in diese wenigen Trauben geflossen und hat diesen Jahrgang ausgemacht und die optimale Qualität wurde dann von den Winzern auch wieder rausgeholt. Also unsere Rotweine aus dem Blaufränkischland sind sehr, sehr tief, dunkle, kräftige Rotweine, sehr würzig, sehr fruchtbetont, unverkennbar blaufränkisch. Und ich habe gehört, es soll ein ganz spezieller Jahrgang sein heuer. Also der 2009er ist eine Sensation. Also wir haben in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gute Jahrgänge gehabt. Aber der übertrifft alles. Ist sicher einer der größten Jahrgänge. Der wird in die Geschichte eingehen. Den sollte man sich einlagern, unbedingt bunkern. So riesig groß ist dieser Jahrgang. Den Gastronomen schienen die ersten Kostproben zu schmecken. Klaus Oberlercher und Ernst Kronreif testeten sich durchs Angebot. Wie entscheidet eigentlich der Wirt, was er seinen Gästen anbietet? Der Wirt geht hin auf Messen, so wie da heute, kostet alles durch, denkt sich, naja, die könnte ich eventuell verkaufen. Da gehe ich jetzt her zum Winzer und sage ihm, pass auf, bring mir das vorbei, wenn du Interesse hast zum Liefern, bringst mir das, ich sammle das und dann gehe ich her, stelle ich gegenüber und zwar mit meinem Stammtisch zusammen, weil ich allein. Das Lustigste, wenn er mir schmeckt, er muss meine Gäste schmecken. Und das ist dann garantiert österreichischer Qualitätswein. Der bekommt eine staatliche Prüfnummer und muss dem definierten Gebietstypus entsprechen. Ja, im Burgenland kann man sagen, ist die DAC-Familie gewachsen. Wir werden mit 1. September 2 neue DAC-Weine auf den Markt bringen. Das werden Leiterberg und Eisenberg DAC sein. Und die werden Mittelburgenland uns unterstützen, in unserem Kampf die Herkunftsweine noch besser zu positionieren. Und wer lag jetzt in der Gunst der Weinkenner oben? Rot oder Weiß? Beides sehr gern. In der Reihenfolge umgekehrt. Zuerst Weiß, dann Rot. Betrifft auch ein bisschen die Jahreszeiten bei mir. Im Sommer mehr Weiß und im Winter mehr Rot. Aber wie gesagt, meistens fange ich mit Weiß an und gehe dann zu Rot über. Bei diesen Wahnsinns-Minusgraden derzeit musst du ja so viel Rotwein verbrauchen, das geht ja gar nicht mehr schlimmer. Es kann auch, ein guter Weißwein kann auch sehr wärmend wirken, durchaus. Ja, ja, muss nicht der Rotwein sein, um zu wärmen, aber das hat irgendwas mit so einem Gefühl zu tun. Ich weiß nicht, außerdem, ehrlich gesagt, im Sommer fahre ich dann eh lieber ins Weinviertel und probiere es dort. Und dann fahre ich vom Weinviertel obi ins Blaufränkischland und probiere dort weiter im Mittelburgenland. Ne? Aber jetzt geht es halt nicht, jetzt geht daher. Zu welchen Gelegenheiten trinkst du Wein? Ah, das ist eine gute Frage. Da kann ich eine sehr konkrete Auskunft geben. Zu jeder Gelegenheit trinke ich Wein. Und die beste Gelegenheit, die Qualitätstropfen zu verkosten, bot sich ja gleich auf der Messe. Hunderte Gastronomen und Weinkenner sowie Kritiker testeten sich durchs Angebot. Und man sah es an ihren Gesichtern. Ein perfekter Jahrgang.